Es gibt sogar 2-Meter-Männer, ja? Die sind riesig, vor denen müsste man eigentlich Angst haben. Aber trotzdem laufen die rum wie so ein Lauch. Damit du nicht rumläufst wie ein Lauch, ja? Und egal, ob du ein 1,60-Mann bist oder ein 2-Meter-Mann, gibt's heute von mir 5 einfache Tipps, um direkt männlicher zu wirken. Tipp Nummer 1, achte auf deine Haltung. Ich habe es gerade schon gesagt, Leute, es gibt 2-Meter-Männer, die laufen rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve und wirken alles andere als männlich, obwohl man eigentlich Angst vor denen haben müsste. Du musst darauf achten, wie du läufst. Ja? Schau das doch mal an. Ja? Entweder kannst du so rumlaufen und ganz gekrümmt und ja einfach nicht selbstbewusst. Oder du kannst deinen Rücken gerade machen, deine Brust rausstrecken und stehen und laufen wie ein Mann. Und wenn du dann selbstbewusst rumläufst mit einer breiten Brust, das wirkt natürlich viel männlicher. Und außerdem ist es die schnellste, einfachste und effektivste Möglichkeit, um direkt männlicher auszusehen. Und du persönlich siehst da nicht nur männlicher aus, ja, weil du einfach aufrechter gehst, weil du einfach eine männliche Haltung hast, sondern ich kann dir jetzt schon sagen, auch alle anderen da draußen merken, dass du eine vernünftige Körperhaltung hast und dass du männlich bist. Und gerade die Frauenerschöpfung, ja, die haben da ein Näschen für, glaub mir. Tipp Nummer 2, trag Stiefel. Wenn du männlicher wirken möchtest, dann probier einfach mal Stiefel oder Boots aus. Ja, Leute, ich weiß, ich persönlich liebe natürlich auch meine Sneaker und ich laufe auch liebend gerne in meinen Sneakern rum. Aber Stiefel geben dir nochmal so ein gewisses Gefühl von Männlichkeit. Gerade wenn du zum Beispiel so schwarze Lederboots anziehst, das ist einfach ein anderes Gefühl, als wenn du mit deinen Sneakern durch die Gegend läufst. Außerdem achtest du natürlich bei Sneakern auch immer drauf, dass die zum Beispiel nicht gerade irgendwie dreckig werden, dass die immer schön sauber sind. Und bei Boots ist es ganz im Gegenteil der Fall. Boots können auch mal dreckig werden. Und bei mir persönlich ist es tatsächlich so, wenn ich Stiefel anziehe, meine schwarzen Lederstiefel anziehe, dann gibt dir das einfach ein ganz anderes Gefühl. Und zudem muss man auch daran denken, dass Stiefel auch immer einen kleinen Absatz haben. Heißt, du bist automatisch auch ein bisschen größer. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Tipp Nummer 3, Augenkontakt. Augenkontakt ist unfassbar wichtig. Wenn du mit jemandem ein Gespräch führst, ja, auch wenn es zum Beispiel ein schwieriges Gespräch ist, dann musst du Augenkontakt mit ihm haben. Es gibt nämlich so bestimmte Leute, die schauen mal hierhin, mal dahin, aber vielleicht auch mal auf den Boden oder vielleicht mal zur Seite, aber die schaffen es einfach nicht, dir in einem Gespräch in die Augen zu schauen. Ja? Du musst als Mann dem anderen in die Augen schauen. A, hat das natürlich was mit Respekt zu tun, B, aber auch was mit Selbstbewusstsein. Ich hatte schon mal Situationen, ja, Gespräche, wo ich dann gedacht habe, so, hey, ist hinter mir irgendwie was oder ist da irgendwas fair verkehrt? Weil er hat immer irgendwie an mir vorbeigeguckt oder zur Seite geschaut und er hatte einfach nicht die, in Anführungsstrichen, Eier in der Hose, um mir direkt in die Augen zu schauen. Also Augenkontakt, liebe Männer, muss sein. Tipp Nummer 4, hab einen vernünftigen Handshake. Ein Handshake ist der erste Eindruck. Wenn du eine Person irgendwie begegnest, ja, und du denen die Hand gibst, egal ob so oder so, ja, das ist der erste Eindruck, der erste Kontakt und der erste Kontakt zählt. Nicht nur vom Äußeren, sondern auch der Handshake zählt. Damals war es sogar so, dass Verträge per Handschlag geschlossen worden sind. Und du wusstest ganz genau, wenn der Gegenüber von dir einen vernünftigen Handschlag hat, ja, da kann man sich auf den Typen verlassen. Punkt. Und ich meine, das wird heutzutage nicht mehr gemacht, aber wenn du natürlich jemanden begegnest, der so eine tote Hand hat, ja, und du sagst so, Hallöchen, denkst du so, hä? Ist der Typ krank, Alter? Was ist denn mit dem los? Also, ein richtiger, vernünftiger Händedruck ist ein Muss für einen Mann. Du musst dem anderen natürlich nicht seine Hand brechen oder seine Finger brechen, aber ein guter Händedruck ist einfach Pflicht. Also, ich kann an dieser Stelle so viel sagen, wenn ich irgendwann mal eine Tochter haben werde, ja, und die dann mit einem Typen nach Hause kommt, der mir weder in die Augen schaut, noch einen vernünftigen Händedruck hat, der kann direkt wieder nach Hause gehen. Es gibt noch eine Stellschraube, die wir Männer drehen können, um direkt männlicher zu wirken. Und zwar ist das unser schöner, geliebter Bart. Wir können uns einfach ein bisschen Bart stehen lassen und das muss jetzt nicht direkt ein Vollbart sein wie bei mir. Es reicht ja auch schon ein 3-Tage-Bart. Außerdem stehen die Frauen der Schöpfung sowieso eher auf einen 3-Tage-Bart als auf einen Vollbart. Also ist ein 3-Tage-Bart vollkommen fein und der lässt dich dann direkt auch männlicher wirken. Und wenn es mit dem Bartwuchs noch nicht so richtig funktioniert, dann probiert einfach ein paar Hilfsmittelchen aus, wie zum Beispiel den Bartroller. Versucht euer Bartwachstum zum Beispiel mit dem Bartroller zu aktivieren und zu fördern. Oder da gibt es ja auch ein paar Mittelchen, die das Bartwachstum anregen. Aber wenn ihr da ein bisschen mehr Bart im Gesicht habt, Leute, dann werdet ihr auf jeden Fall eher als Mann wahrgenommen, als ohne Bart und Babyface. Und falls du da draußen noch irgendeinen 2-Meter-Mann in deinem Freundeskreis hast, der rumläuft wie ein Lauch, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos euch da draußen ein bisschen weiterhelfen kann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace.